Hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach. Meine Arbeit findest du auf liebeste.de. Da findest du auch unsere mega Sommeraktion, die wir jetzt schon seit 2 Jahren machen. Nur 3 Tage maximaler Code, 28% auf all meine Kurse mit dem Code HOTSUMMER28 zusammengeschrieben. In der Kaufabwicklung packe ich auch nochmal drunter, wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast. Schreibe einfach an support@liebeschip.de und bedenke auch, dass meine Kurse eh teurer werden. Inflation des Grauens im Laufe des Jahres und lohnt sich vielleicht besonders, da jetzt mal zuzuschlagen. Ja, kommt zu den vielen, vielen Menschen dazu, die das schon gerne gemacht haben, die Kurse. Guckt nicht nur die Videos, sage ich immer, weil das ist eigentlich nur diese ganzen Anwendungsbeispiele. Ja, heute haben wir das zeitlose Thema, woran merke ich, dass ich bindungssicher bin. Hallo Christian, ich hatte bisher 3 feste Beziehungen, die letzte davon war toxisch. In allen Beziehungen zeigte ich auf jeden Fall einen unsicheren Bindungsstil, je nach Partner entweder vermeidend oder besorgt. Ja, es gibt ja diese 4 Bindungsstile, habe ich ja auch schon Videos zu gemacht. Und die gelten natürlich, ich meine, das ist so ein bisschen wie mit Klima und Wetter, die gelten natürlich als ja relativ stabil, also jetzt nicht, natürlich können sich die ändern, also es zeigt sich auch in der Forschung, dass die auf gar keinen Fall jetzt lebenslang stabil sein müssen, aber was ich in meiner Arbeit halt immer wieder sehe, vielleicht hat man so einen grundsätzlichen Bindungsstil, aber dass man je nach Partner so switcht zwischen diesen, was ich mal sage, Plus- und Minuspol, dass das sehr schnell gehen kann und es Menschen sehr leicht fällt, je nach Partner zwischen Plus und Minus zu wechseln, aber in die Mitte zu kommen, ist halt richtig schwierig. Also das ist nicht ungewöhnlich, ne? Nun bin ich seit 3 Jahren aus eben dieser letzten Toxi-Toxi-Beziehung raus und in dieser Zeit habe ich mich mächtig weiterentwickelt. Ich bin umgezogen, habe neue, super tolle Freundschaften geknüpft, ein Studium begonnen zum Thema Mongolei und mit Sport und Meditation begonnen. Ich habe mich sehr viel mit den Problemen aus meinen vorherigen Beziehungen auseinandergesetzt, sie reflektiert und erkenne meine eigenen Anteile. Ja gut, irgendwann muss man mal wieder daten, dann muss man auch mal wieder umsetzen, ne? Das ist wie mit theoretische Fahrprüfung, praktische Fahrprüfung, wenn es wieder Date ist. Das ist quasi die praktische Fahrprüfung, ne? Jetzt habe ich total Lust, mich wieder ins Dating-Leben zu stürzen und habe auch schon Männer gedatet. Bisher war der richtige Partner noch nicht dabei, vor allem auch deswegen, weil ich nun genau weiß, welche Eigenschaften ich von meinem zukünftigen Partner möchte und diese Ansprüche bisher nicht erfüllt wurden. Dennoch habe ich tolle Dating-Erfahrungen gemacht und ich habe bisher das Gefühl, dass mein unsicheres Bindungsverhalten zum Großteil überwunden habe. Ich stehe nicht mehr auf unverfügbare oder toxische Männer und bekomme keine Bindungsangst, wenn jemand emotional verfügbar ist und echtes Interesse hat. Da es bisher aber nie zu dem Schritt kam, dass ich jetzt wirklich in einer Beziehung war, nach meinem unsicheren Beziehungserfahrung, bleibt bei mir trotzdem die Sorge, dass sobald die Bindung enger wird, alte Muster wieder aufploppen könnten. Deshalb die Frage, woran merke ich, ob ich selber bindungssicher bin? Also die kurze, drastische Antwort ist daran, dass du bindungssichere Männer anziehst, ne? Und das ist so die bittere Realität und oft, ich kenne jetzt dich nicht, du hast wirklich viel gemacht und vielleicht bist du jetzt auch soweit, aber oft überschätzt man auch, wo man so steht und ja, man braucht da schon Geduld und ich bin überzeugt, was du alles hier so schreibst, hast du bestimmt ganz viel Arbeit in dieser Single-Zeit gemacht hat und jetzt kommt eben die Arbeit in der Dating-Phase, wo man dann wieder echt gucken muss, okay, jetzt weiß ich das theoretisch, kriege ich das auch umgesetzt, ne? Und das sage ich ja immer wieder, deswegen habe ich auch diesen Ablauf von meinen Hauptmodulen, wo nach hinten raus immer mehr Bindungsangstkurse kommen, weil, würde man sagen, Großteil meiner Zuschauer, Nutzer meiner Kurse, Nutzerinnen, hat auch ein Thema mit Bindungsvermeidung, was sich erstmal gezeigt hat, dass man Bindungsvermeider anzieht, sozusagen im passiven Modus und sich dann nach hinten raus zeigt, dass man Schwierigkeiten hat, Menschen zu daten, die kein Drama liefern, die echte Nähe wollen und dass man auf einmal merkt, boah, da habe ich ja echt voll Schwierigkeiten mit und deswegen habe ich 3 Bindungsangstkurse, 4, 6 und 9 mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
die Module 4, 6 und 9. Und da kannst du natürlich nochmal reingucken oder auch in den Datingkurs. Aber die brutale Antwort ist, ich meine, du machst das schon alles richtig hier. Und so richtig, ich meine, weiß jetzt nicht, wie du datest. Wenn du Online-Dating machst, dann ist es auch normal, dass man total viel Ausschuss hat, ne? Aber klar, wenn du feststellst, dass du immer wieder nette Männer aussortierst, dann müsstest du dich da nochmal mit befassen, weil oft denkt man, man ist an einem bestimmten Punkt und dann spiegelt einem das Universum oder das Leben aber wieder, na, bist noch an dem Punkt. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil vielleicht findet ihr das gut, vielleicht findet ihr es nicht gut. Man wird sowieso nie fertig, ne? Deswegen genießt das Leben, wartet nicht auf irgendwas. Aber ja, es gibt immer irgendwas Neues zu tun und irgendeine neue Stufe. Und wo man da steht, zeigt vor allen Dingen, was da so zurückkommt, so, ne? Und wenn du jetzt feststellst, dass du weiter auch nicht bindungssichere Menschen anziehst und die unbedingt daten willst, ja, also das ist meine Theorie, dann ja, hast du selber auch Anteile noch, die noch angeschaut werden wollen. Das heißt ja nicht, dass man da nicht stetig vorankommt, so, ne? Und nach meiner Erfahrung geht das ziemlich plötzlich. Also das ist, wenn man manchmal wüsste, dass man vielleicht nur noch wenig Weg vor sich hat, dann wäre man auch geduldiger. Aber das ist wirklich so, man beißt sozusagen immer ein bisschen vom Elefanten ab. Sorry für die Vegetarier, ist jetzt nur ein Bild, aber also du nimmst immer ein bisschen vom Elefanten, sozusagen deinen Liebeschip umzuprogrammieren und irgendwann ist der letzte Bissen weg. Aber es ist ein bisschen so, als wenn du was nicht siehst, wann es der letzte Bissen ist. So, dann ist der letzte Bissen weg und bums, kommt ein bindungssicherer Mann in dein Leben, ne? Ist es, oder anders gesagt, ist es eigentlich vor allen Dingen an dem Punkt, wenn man drauf scheißt, wer ins Leben kommt und einfach ja, nach seinen Standards lebt, nach seinen Werten lebt, Standards und Dealbreaker Modul 1 knallhart umsetzt, ansonsten drauf scheißt, ob jemand kommt, mit dem man zusammen sein kann oder nicht, oder ob man jetzt ewig Single bleibt, wenn man komplett drauf scheißt und die irgendwann immer sagen, don't give a fuck. Dann kommen häufig die sicheren Partner. In diesem Sinne, hau rein und kannst ja gerne mal wieder schreiben und wir sehen uns bald wieder.